Jan Wernke und Queen Mary. So viele Jahre gemeinsam im Sport unterwegs, zwei, die sich einfach aufeinander eingeschossen haben. Muss noch einmal wieder zurücknehmen für die Distanz zum Offside. Null für Rock. Unglaublich, was diese Stute noch einmal zu leisten imstande ist mit 18 Jahren. Herzlich willkommen zu The Timelapse. Eine kleine Zeitreise und ein Blick zurück auf ganz besondere Pferdepersönlichkeiten. Und wir starten mit diesen beiden. Ja, lieber Wolfgang, liebes Chippenhorst-Team, vielen, vielen Dank, dass ihr über uns ein bisschen berichten wollt, beziehungsweise über Queenie. Der geht sehr gut. Ja, mittlerweile ist sie 18, seit fast 12 Jahren hier im Oktober. Das ist im Moment ein bisschen langweilig, weil sie eigentlich richtig gut drauf war die letzten Wochen. Und ist ein bisschen schade, dass wir jetzt nicht los können, aber das gilt ja für alle. Und ich finde es toll, dass ihr ein bisschen über uns berichten wollt. Und ich glaube, die Queenie freut sich. Dankeschön. Es geht also um Jan Wernke. Vor allen Dingen geht es um Queen Mary. Schönen guten Abend, Jan. Ja, schönen guten Abend, Wolle. Wir schauen heute mal ein bisschen auf deine Erfolgsstute zurück. Wir starten aber mit einem der größten Erfolge in diesem Jahr. Das Jahr 2020 beginnt mit dem Weltcup-Turnier in Leipzig. Und wir haben uns mal deinen Siegesritt in dem Weltranglistenspringen von Freitagnachmittag rausgesucht, weil ich glaube, so haben wir Queenie noch allerbestens in Erinnerung. Und vor allen Dingen, glaube ich, kann man hieran auch sehr schön sehen, was sie ausmacht. Was ist das in deinen Augen? Ja, der Charakter von Queen Mary ist schon einmalig. Sie kämpft immer bis zum Schluss und die ist unheimlich intelligent. Sie weiß eigentlich ganz genau immer, was ich mache da oben. Wir haben ja auch so ein bisschen unseren eigenen Style. Den haben wir uns irgendwie so angewöhnt in den letzten Jahren. Und sie kämpft halt und ich kann mich zu 1000% auf sie verlassen. Und das ist einfach ein tolles Gefühl in solchen schweren Springen vor allen Dingen. Was auch Wahnsinn ist, sie hat über die Jahre so eine Schnelligkeit gekriegt. Ich kann mich noch erinnern, dass ich vorne lag und Philipp Weißhoff dann nachher Zweiter geworden ist und gesagt hat, ich hatte dich gesehen und sah gar nicht so verrückt schnell aus. Ich habe gedacht, ich würde dich wohl kriegen und er war dann zum Glück eine Sekunde langsamer. Dadurch hat es dann zum Auto gereicht und es war natürlich toll mit 18 Jahren jetzt Anfang des Jahres in 5 Sterne. Turnier da auf in Leipzig dann so ein Auto zu gewinnen, das ist natürlich schon normalig. Ja, und da steht sie dann praktisch im Rampenlicht als Siegerin beim Weltcup-Springen oder beim Weltcup-Turnier in Leipzig. Wie stolz macht dich das, wenn du dir das im Nachgang nochmal anschaust? Ja, unheimlich stolz. So lange eine Partnerschaft mit dem Pferd einzugehen und dann doch nach so langer Zeit immer noch solche schwierigen Parcours zu bestreiten und dann auch noch erfolgreich, das macht mich wirklich stolz und da bin ich auch echt glücklich, dass ich so ein tolles Pferd haben durfte überhaupt mal im Leben. Ja, dann schauen wir einmal auf den Beginn eurer gemeinsamen Karriere zurück. Wie war das, als du damals Queen Mary in den Stall bekommen hast? Du hast mal in deiner privaten Schatztruhe ein bisschen herumgewühlt und ein paar Trainingsimpressionen uns mitgebracht von zu Hause. Wie waren so eure ersten gemeinsamen Gehversuche? Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, beim ersten Probieren schon ein gutes Gefühl gehabt, obwohl sie da auch an der Kombination immer mal einen Fehler hatte. Aber irgendwie hat sie mir ein gutes Gefühl gegeben oben. Und so war das dann auch im Training. Sie war schon, man sieht das vielleicht auch ein bisschen langsam vorne, im ganzen Galopp noch nicht ganz so frequent. Aber sie war immer lernwillig und hat immer so ein bisschen gehorcht, was ich oben mache und hat sich wahnsinnig gut dann weiterentwickelt. Ja, und im Vergleich zu dem, was wir gerade gesehen haben in Leipzig, wie würdest du sie jetzt so in den ersten Springen, wir sehen gleich nochmal euer erstes Turnier in Vechta beschreiben, was ist noch der gravierende Unterschied zu damals? Auf jeden Fall, dass wir viel, viel schneller geworden sind. Also ich kann mich noch daran erinnern, die ersten Runden, da habe ich immer gedacht, wie wollen wir eigentlich mal irgendwann in der Zeit bleiben, weil ich immer Zeitfehler hatte und eigentlich grundsätzlich nicht so ein langsamer Reiter bin, war ich mir da echt nicht so sicher, wie schnell wir nachher überhaupt im Parcours sind. Und natürlich den Instinkt sozusagen mit ihrem Vorderbein, was ja schon ein bisschen speziell ist, auch nachher in den hohen Parcours
zu wissen, wie geht sie damit um, wie viel Bein muss ich geben, wie ruhig darf ich bleiben, das haben wir, glaube ich, ganz gut in den letzten Jahren uns erarbeitet und dann immer beständiger geworden dann auch in den großen Parcours. Wie alt warst du da? Kannst du dich erinnern an diesem Video? Ja, ich glaube, dass ich 18 war. Und zu der Zeit hast du auch noch relativ viel Fußball gespielt und das relativ erfolgreich. Da gibt es eine Geschichte zum Video, was du uns mitgebracht hast. Da sitzt nämlich nicht du im Sattel. Wer ist denn das? Ja, das ist Papa. Der hat dann mal, wo ich dann auch mal vielleicht beim Fußball nicht so glücklich ausgesehen habe und mir ein Bänderriss zugezogen habe, ein bisschen Queen Mary übernommen. Hat das hervorragend gemacht und ich habe gedacht, wenn wir schon eine kleine Story über Queen Mary machen und ich selber das noch wusste, dass er geritten ist, aber gar nicht mehr wusste, dass es das Video noch gibt, habe ich gedacht, das schicke ich mal dazu, weil ich finde, das hat er sehr gut gemacht und da bin ich stolz drauf, allgemein, was Papa mir alles beigebracht hat. Hat er vielleicht auch so den einen oder anderen Trick noch herausgefunden, wie man besser auf sie hören kann, wie sie ja besser einzufühlen ist? Ja, ich glaube, dass wir das schon ganz gut im Team gelöst haben. Sie darf einfach gar keine Fehler machen. Also wenn man sozusagen auf dem Abreiteplatz mal einen Fehler kriegt, dann sollte man lieber nochmal einen Sprung mehr machen, damit sie dann wirklich wieder sicher ist, weil vom Fehler wird sie eher unsicher. Das war eigentlich so der größte Faktor, den wir relativ früh rausgefunden haben. Und dann kam es irgendwann zu den deutschen Meisterschaften. Ich glaube, da warst du 21. Das sind ja auch die ersten Bilder von Klippenhaus und das ist die deutsche Jugendmeisterschaft in Aachen. Wie steinig oder wie leicht war der Weg bis dahin? Der Weg war schon, sage ich mal so, für mich persönlich gar nicht so einfach, weil achtjährig hatte ich mir dann schon ein bisschen Hoffnung gemacht, auch vielleicht mit zur Europameisterschaft zu kommen, weil wir auf dem Preis der Besten gut waren. Aber da hat dann Dietmar gesagt, nein, achtjährig ist ein bisschen zu früh. Damals Dietmar Gugler. Und im Nachgang war ich ihm sehr, sehr dankbar. Am Anfang ist man natürlich ein bisschen hochmotiviert und war ein bisschen enttäuscht. Umso schöner war es dann, wo ich dann deutscher Meister mit ihr achtjährig geworden bin in Aachen. Das war schon ein einmaliges Erlebnis. Das war schon toll. Und hast du im Vorfeld schon irgendwie damit gerechnet? War die Leistungskurve zu dem Zeitpunkt schon so, dass man dich zu den Favoriten gezählt hat oder hat man euch nicht so richtig auf der Liste gehabt? Ich glaube schon, dass ich mir was ausgerechnet habe und auch insgeheim gehofft habe, dass wir da ein Wörtchen mitreden können. Aber ich war mir nicht bewusst, ob sie es über 4 Runden schon achtjährig so dann auch konstant durchhält. Und ja, mit der Kulisse und allem da in Aachen auf dem Fahrplatz, das war schon auch mächtig für ein achtjähriges Pferd. Da kann man sich, glaube ich, nicht so selbstsicher sein. Ja, wir sehen jetzt die letzten Sprünge im zweiten Umlauf des Finals. Welche Erinnerungen hast du noch an dieses Finale, an den letzten Weg hier? Ja, das war wirklich dann wirklich so ein bisschen Kampf, weil man sieht es da vielleicht nicht ganz so gut, aber es hat wirklich in Stürmen geregnet. Der Boden war dann doch wirklich schon ein bisschen tief und wir hatten uns eigentlich immer so ein Stück hochgearbeitet, da kann ich mich noch ganz gut daran erinnern. Und vor der letzten Runde war ich dann auf einmal Erster und durfte mir einen Fehler erlauben. Und ich merkte, dass die Luft so ein bisschen raus war eigentlich durch die ganzen Bedingungen und auch durch vielleicht das Alter. Und die letzten 5 Sprünge habe ich dann wirklich ein bisschen oben gezittert, weil ich gemerkt habe, da ist nicht mehr die letzte Kraft da. Und dann haben wir einen letzten Sprung Fehler gehabt und das hat jetzt zum Glück trotzdem gereicht für den Sieg. Also Jan Wernke und Queen Mary, erstes junge Reiterziel oder Juniorenziel auf jeden Fall bis dato erreicht gehabt, nämlich deutsche Meister zu werden. Und dann geht der Blick auch weiter. Dann will man irgendwann auch auf den ganz großen Turnieren unterwegs sein, wie zum Beispiel in der Aachener Söhrs. Hier sehen wir den Preis von Europa. Welche Erinnerungen hast du noch an diesen Auftritt? Ja, allgemein ist es eigentlich unvorstellbar, wenn man überlegt, wie viel Parcours sie auf diesem Niveau gesprungen ist, weil ich ja auch nicht immer so viele Top-Pferde hatte, ist das schon mal einmalig, glaube ich, dass ein Pferd so lange, so viele schwere Parcours immer konstant gut springt, das macht mich echt stolz und bin glücklich, dass ich immer so ein Pferd reiten durfte. Da jetzt in Aachen, das ist natürlich ein Kindheitstraum gewesen, da war ich auch wirklich nervös und war gespannt, wie macht sie das. Und ich glaube, da gibt es kein besseres Pferd wie Queen Mary, so eine Premiere da zu reiten, weil sie einem in jeder Sekunde da ein sicheres Gefühl gegeben hat. Also das war schon cool und ja, bin ich dankbar, dass ich das erleben durfte.
sehen wir jetzt auch gleich sehr schön, wo es dann vielleicht ein bisschen groß für den Ochse und die einfach dann mitzieht und dann mal einen Riesensatz rauslässt. Ja, ja, das ist so ihre Stärke. Also das habe ich dann irgendwann auch ein bisschen verstanden. Natürlich, dass halb groß, da kann nichts passieren sozusagen, weil das Vermögen grenzenlos ist. Ich muss es ihr dann am Ende ein bisschen leicht machen, mit ein bisschen Platz kommen, dann hat sie eigentlich zu 99% keinen Fehler. Ja, und deswegen liegt ihr so ein großer Platz natürlich dann auch extrem, wie in Aachen. Und wenn ich mir überlege, wie oft sie sonntags wirklich null war, ja, dann kann ich mir immer nur denken, was für ein geniales, tolles Pferd. Und ja, ist einfach der Hammer. Und ganz zum Schluss kommen wir gleich nochmal auf euren letzten großen Sieg. Das war Ende des letzten Jahres. Hatte sich im Vorfeld auch schon angedeutet, dass sie wieder nochmal auch in hohem Alter so einen Leistungssprung macht. Wie sehr hast du damit gerechnet, dass dir nochmal so ein großer Sieg am Ende in Frankfurt gelingen kann? Damit muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich überhaupt nicht mehr gerechnet. Ich habe schon immer so ein bisschen im Hinterkopf, wie verabschiedet man so ein Pferd top? Wie plant man das, beziehungsweise wie wird man auch dem Pferd gerecht, weil das möchte man natürlich auch perfekt fürs Pferd lösen. Und ich hatte immer das Gefühl, die hat noch wahnsinnig viel Spaß mitzufahren. Die war fast beleidigt, wenn sie nicht mal mit durfte. Und hatte aber schon das Gefühl, dass es jetzt nicht mehr jede Woche sein muss, den großen Preis zu reiten. Und da hat sich Nashville natürlich auch bei mir so ein bisschen dann nach vorne gesprungen. Und ja, dann hat sie aber hier und da dann nochmal wieder ein schweres Springen absolviert, was sie dann genial gemacht hat. Und ja, Frankfurt war mega schwer, fand ich. Und dass wir das dann gewinnen können, da war ich natürlich total überrascht. Und aber dann umso stolzer. Das war wirklich ganz tolles Gefühl vor Weihnachten. Du warst ja auch dabei. Ja, es war so ein bisschen wie im Film. Dann lass uns diesen Film doch nochmal gemeinsam schauen. Also, Stechen, du warst nicht letzter Starter, ich glaube, du warst viertletzter oder so, aber du hast wirklich alles riskiert. Nimm uns mal mit auf die Reise durch Stechen. Ja, wir waren fünf im Stechen. Ich wusste, dass da noch ein, zwei Schnelle kommen. Hab jetzt für mich gedacht, ja, ganz ehrlich gesagt, ob ich jetzt Fünfter werde oder Zweiter, jetzt heute möchte ich es gerne gewinnen. Und hab ja schon relativ viel riskiert. Mir ist früher oft mal im Stechen so ein bisschen, sag ich mal, der Gaul mit durchgegangen, dass ich zu viel riskiert habe. Und so ein bisschen vergessen habe, dass wir auch ein bisschen Ruhe am Sprung brauchen sozusagen. Und da haben wir in den letzten Stechen immer so ein bisschen, ist mir das ein bisschen besser gelungen wie früher, würde ich sagen. Und dadurch habe ich sie, glaube ich, ein bisschen leichter gemacht. Und ja, die hat natürlich abnormal mitgekämpft und überglücklich, dass es dann am Ende gereicht hat. Also Zieleinlauf und dann konnte am Ende tatsächlich 34,81 keiner mehr schlagen. Das sind 6 Sekunden Unterschied. Das war nochmal ein absoluter Gänsehautmoment, Jan, mit Queen Mary. Wie geht's weiter? Wir sind gerade in der Corona-Pause. Wir hoffen, dass wir sie nochmal wiedersehen, oder? Ja, ist super schwierig jetzt, ne? Also für mich war das jetzt natürlich in dem Verhältnis zu Queen Mary natürlich echt schade. Weil man natürlich irgendwie hatte ich auch schon in meinem Kopf, wie man sie verabschiedet, hatte eigentlich schon sogar meinen kleinen Plan zurechtgelegt mir. Der wurde jetzt durchkreuzt. Ich habe mir da jetzt noch nicht so einen Stress gemacht. Ich will mal abwarten, was dann auch ja, sozusagen dann wieder möglich wird. Und dann will ich einfach hoffen, dass ich ja einen super Abschied für sie bekomme. Ich kann nur sagen, dass sie super fit ist, jeden Tag Spaß hat. Und jetzt mal ein paar Wochen keine Sprünge gemacht. Jetzt werde ich sie mal nächste Woche wieder ein bisschen springen, einfach mal so auf Spaß, weil da hat sie am meisten Spaß dran. Und dann mache ich mal mit meiner Familie einen Plan, wie das dann weitergeht, wenn wir ein bisschen mehr wissen, auch in welche Richtung das dann demnächst geht. Ja, und Jan, wir drücken dir die Daumen. Wir wissen, dass der Plan mit viel Kopf und viel Herz entschieden sein wird. Hoffen wir, dass wir euch nochmal zu gegebener Zeit wiedersehen und danken dir an dieser Stelle, dass du uns mal mitgenommen hast auf die kleine Reise der Queen Mary und gratulieren dir nochmal zu diesen tollen Erfolgen. Ja, vielen, vielen Dank. Ich bin sehr dankbar, dass ihr das über Queen Mary macht und ich bin einfach stolz, dass ich so ein Pferd reiten durfte. Und ja, die wird immer in meinem Herzen sein. Tolles Schlusswort. Jan Wernicke und Queen Mary, danke euch und bis zum nächsten Mal bei The Time Lapse. Hallo, ich bin Maike, ich bin Queen Marys Pflegerin.
Was ich besonders an Queen Mary mag, ist, dass sie immer gut gelaunt ist, für jeden Spaß zu haben ist und dass man immer alles mit ihr machen kann, dass sie alles für den Reiter und für den Pfleger tut und dass man halt wirklich jeden Spaß mit ihr machen kann.